Hallo und herzlich willkommen zurück bei Beauty Makeup Art. Ich habe jetzt schon von mehreren Zuschauern die Anfrage bekommen, ob ich nicht ein Video machen könnte, wie man Lidschatten richtig verblendet. Und da ich finde, dass das eine grandiose Idee ist, mache ich das heute. Also wenn ihr sehen wollt, wie man Lidschatten richtig verblendet, beziehungsweise wie ich das mache und welche Tipps und Tricks es da gibt, dann bleibt einfach dran. Als allererstes, was man braucht. Lidschatten ist, denke ich mal, klar. Wäre ja sonst irgendwie ein bisschen schwierig. Aber was ganz, ganz wichtig ist, sind Pinsel. Und zwar die richtigen Pinsel. Die richtigen Pinsel heißt nicht teuer oder günstig oder irgendwas. Da müsst ihr gucken, was für euch das Richtige ist. Ihr braucht aber eine spezielle Art von Pinsel. Und zwar einen Pinsel zum Auftragen des Lidschattens, der in etwa so aussehen sollte. Der ist einfach ein bisschen fester gebunden, nimmt viel Pigment auf und man kann es dann wirklich direkt aufs Auge bringen. Und es bleibt halt wirklich auch noch intensiv. Die gibt es von ganz vielen verschiedenen Marken, in verschiedenen Größen, in verschiedenen Preiskategorien. Ich habe jetzt hier die 234 von Soeva und mit dem arbeite ich eigentlich wirklich total gerne. Dann braucht ihr auf jeden Fall noch einen Verblenderpinsel, am besten sogar zwei. Und zwar einen, um die Farbe auch manchmal aufzubringen und einen, um wirklich nur zu verblenden. Auch gerade die Ecken, wo wirklich überhaupt kein Produkt wieder hin soll oder keine Farbe mehr hin soll. Ich benutze sehr, sehr gerne die beiden hier. Und da kommt jetzt das Wichtige, die sind beide fluffig. Also es sind wirklich Pinsel, die vorne so ein bisschen auseinander gehen und weicher sind meistens, nicht so fest gebunden sind und die helfen einem wirklich dabei, das alles, diesen Lidschatten oder beziehungsweise das Pigment zu verbreiten. Ich habe jetzt hier einmal den 227 von Soeva und den 221 von Soeva. Das würde ich sagen, sind erstmal so ganz rudimentären Pinsel, die man braucht. Und wir fangen erstmal mit was ganz Natürlichem an. Ich habe jetzt auf meinem Lid schon Primer drauf gemacht. Viele haben das Problem, wenn sie einen Primer benutzen und machen danach den Lidschatten drauf, dass es an einer bestimmten Stelle sich festsetzt auf den Primer, wo es ja auch eigentlich hin soll, ja, und dann sich aber nicht mehr so gut verblenden lässt. Und da kommt schon mal mein erster Tipp ins Spiel, und zwar nehmt euch einen Lidschatten, der eigentlich so genau dieselbe Farbe hat wie eure Haut oder ziemlich ähnlich, der hier ist jetzt nur leicht aschiger als mein eigener Hautton und bringt den in der Lidfalte auf. Ich mache das jetzt mit dem 227 von Soeva und ich setze den einfach hier rein. Also das, man sieht ihn nicht, aber er hilft, dass es wirklich später einen schönen Übergang gibt. Und egal welchen Lidschatten ich jetzt drauf machen werde, er wird sich schön verblenden und nicht an einer Stelle festkleben. Es gibt ganz verschiedene Arten des Verblendens. Wann kommt Farbe, wann verblendet man, nimmt man die Pinsel nur zum Verblenden oder auch zum Auftragen. Da müsst ihr natürlich auch wieder gucken, was für euch das Richtige ist. Ich zeige euch jetzt einfach mal zwei verschiedene Varianten. So, bei diesem ganz natürlichen Make-up fange ich erstmal mit der Farbe Shimmer Shimmer von Make-up Geek an und bringe die mit dem 234 Pinsel von Soeva auf mein komplettes Lid auf. Dadurch, dass ich jetzt ein natürliches Make-up mache, nehme ich erstmal so eine braune Farbe, die passt einfach immer sehr, sehr gut zu mir. Das ist jetzt der Lidschatten in Latte. Der Lidschatten ist so eine Mischung aus dunkler als mein Hautton, aber noch nicht zu dunkel und auch nicht zu hell. Also zum Beispiel der Creme Brûlée wäre jetzt ein bisschen zu hell. Da entsteht nicht viel Kontrast. Und der Mocha wäre jetzt schon wieder zu dunkel. Also kommt natürlich auch immer drauf an, was man machen möchte, aber bei so einem natürlichen Make-up wäre das einfach zu dunkel. Ich gehe jetzt mit dem Pinsel direkt in den Lidschatten rein. Jetzt kommt was ganz Wichtiges. Ich tupfe es immer noch mal an meiner Hand, an meinem Handrücken oder irgendwo ab. Oder zumindest klopfe ich es auch ab, damit das Pigment, was hier vorne drauf liegt, so ein bisschen in den Pinsel eingearbeitet ist, damit es gleichmäßig auch wieder abgegeben wird. Und das bringe ich jetzt direkt in meine Lidfalte und zwar einfach nur in so Scheibenwischerbewegungen.
Ihr seht, die Farbe ist jetzt einfach schon relativ gut verblendet. Also man braucht da gar nicht mehr so viel zu machen. Jetzt nehme ich den Pinsel, den ich noch nicht benutzt habe, wo keine Farbe dran ist, und gehe damit über die äußeren Ränder, dass man wirklich nicht mehr sieht, wo beginnt die Farbe, wo hat man irgendwas aufgetragen. Das ist wirklich ein extrem verwaschenes Ergebnis gibt, um nicht zu sehen, wo halt eben Farbe angefangen hat und wo nicht. Und das sieht wirklich einfach sehr, sehr natürlich aus. Wenn ihr das Gefühl habt, die helle Farbe ist jetzt doch irgendwie ein bisschen zu weggewischt worden, weil es ist ja auch immer so, durch Verblenden wird ja auch wieder Farbe weggenommen, ja, dann könnt ihr einfach nochmal mit dieser hellen Farbe drüber gehen und da dann auch wieder ganz leicht die beiden ineinander verblenden. Dadurch, dass ich auf dem Lid so eine helle Farbe habe, habe ich bei einem natürlichen Make-up so ein Mittelding genommen. Ja, dass man sagen kann, es ist nicht zu dunkel und auch nicht zu hell im Gegensatz zu meiner Haut. Wenn ich das Ganze aber jetzt noch mal ein bisschen intensiver haben will, dann nehme ich jetzt wieder einen Pinsel, um eine Farbe aufzutragen. Und zwar nehme ich jetzt hier den 231 von Soiba. Der ist einfach wie so ein Stift von der Art her. Und ich finde, der passt immer ganz gut hier hinten rein. Und da nehme ich jetzt tatsächlich den Lidschatten Mocha, um das Ganze nochmal zu intensivieren. Und den setze ich jetzt nochmal nicht ganz so weit nach oben wie den Latte, sondern wirklich ein bisschen tiefer direkt in die Lidfalte rein. Denn wenn ihr einen Lidschatten verblendet, macht ihr den auch immer ein bisschen breiter. Das heißt, ihr müsst vorher schon gucken, wie weit soll der Lidschatten hochgehen. Und da dürft ihr das da müsst ihr es nochmal ein Stückchen weiter runtersetzen, dass wenn ihr dann verblendet und das Ganze sich so ein bisschen zieht von der Farbe her oder sich verbreitert von der Farbe her, dass es dann immer noch da ist, wo ihr es haben wollt. Das kann man dann natürlich so intensiv machen, wie man möchte. Dadurch, dass es jetzt nur zum Zeigen ist, werde ich es jetzt auch nicht zu krass machen. Dann nehme ich wieder den, wo die Farbe schon drauf war und gehe einfach nur drüber. Also mehr mache ich nicht, entweder in so kleinen kreisenden Bewegungen oder wirklich hin und her. Ich bin immer so der Typ, ich muss immer aufpassen, dass ich nicht überblende, dass man später gar nichts mehr sieht von den verschiedenen Farben. Also ich blende immer extrem viel. Ja, deswegen, also man muss schon noch so machen, dass man dann die Unterschiede sieht zwischen den Farben, aber dass der Farbverlauf einfach fließend ist. Dann nehme ich mir wieder den, an dem nichts dran war, und gehe hier hinten um die Ecken, damit man es da auch nicht sieht. Wenn mir das jetzt noch nicht reicht, wenn ich jetzt immer noch finde, dass dieser Übergang von dem Dunklen zum Hellen noch nicht schön genug ist oder noch nicht, ja, wenn es mir einfach noch nicht langt, dann gehe ich jetzt mit einer etwas helleren Farbe rein. Entweder mit einer Farbe wie Creme Brûlée oder Peach Smoothie. Auch beide von Make-Up Geek. Die sind einfach nochmal ein bisschen heller. Wenn ich jetzt da im Vergleich den Latte nehme, den ich ja direkt in die Lidfalte als erstes gesetzt habe, seht ihr schon, dass es deutlich dunkler ist. Ich nehme jetzt den Peach Smoothie. Es tut mir leid, ich kann das TH mit dieser Zahnspange echt nicht mehr betonen. Smoothie. Ah, ich hasse es. Normalerweise funktioniert das gut, aber mit der Zahnspange, naja, egal. Ich nehme jetzt wieder den Verblenderpinsel, gehe damit in diesen Lidschatten, tupfe das wieder so ein bisschen ab und gehe jetzt mit dem auch nochmal ganz außen an den Rand. Ich hoffe, man kann diese Feinheit erkennen, weil ich finde, das ist ganz, ganz wichtig. Da gehe ich jetzt auch nochmal mit dem ohne Pigment vorne dran drüber. Und der ist jetzt zwar sehr warm vom Ton her, aber ich finde, das passt gerade zu den braunen Sachen immer sehr, sehr gut. Man kann natürlich auch ohne Probleme was Kühleres wählen oder was noch Helleres wählen, aber ich finde das immer ganz schön. Wenn ihr jetzt allerdings mit krasseren Farben arbeitet, müsst ihr wirklich immer so ein bisschen nach diesem Farbrad gucken. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt. Ich glaube, das ist vierte Klasse Kunstunterricht. Und zwar ist es einfach nur ein Farbrad, wo sich die Komplementärfarben gegenüberliegen.
Komplementärfarben sind Farben, die sich gegenseitig hervorbringen. So, die liegen sich gegenüber in diesem Farbkreis und der Weg drumherum, weil es ist ja so ein Farbkreis. Oh Gott, wie kann ich denn euch das? Okay, ich mache es mal einfacher, bevor ich euch das jetzt erklären will. Das hier ist ein Farbrad. Und ihr seht, gelb ist ganz oben, lila ist ganz unten. Die beiden bringen sich am stärksten gegenseitig hervor, beziehungsweise betonen sich am stärksten. Genauso wie jetzt zum Beispiel auch orange und blau gegenüberliegt und auch rot und grün. Wenn ihr jetzt mit einer starken oder kontrastreichen Farbe, wie jetzt zum Beispiel blau, arbeitet und ihr wollt es so richtig schön verblenden, dann arbeitet ihr am besten mit den nebendran liegenden Farben. Das heißt, wenn ihr mit blau arbeitet, ist es immer gut, wenn ihr zum Beispiel dann entweder lila rötlich verblendet, ja, so lila, magenta, so diese Farben, oder ihr geht tatsächlich in die andere Richtung und sagt, ihr macht dann ein helles Blau, Türkis oder so in dieses ganz helle Grün schon wieder gehend. Das geht natürlich auch. Wenn ihr es allerdings ein bisschen tragbarer haben möchtet, also so einen richtig schön tragbaren Look, ihr wollt aber trotzdem Farbe haben, dann kann man das immer gut mit neutralen Farben verblenden. Wenn ihr nicht genau wisst, was ich mit verschiedenen Sachen meine, dann schreibt mir das einfach unten in die Kommentare rein. Also stellt mir wirklich alle eure Fragen, ich beantworte die gerne, weil ich erzähle das jetzt so, dass es für mich Sinn macht oder dass ich mir denke, okay, so kann man es verstehen, aber gerade so dieses Thema mit Verblenden und mit verschiedenen Farben ist ja doch immer noch mal ein bisschen schwieriger. Dementsprechend fragt mich ruhig alles, was ihr fragen möchtet. Ihr könnt es natürlich auch genau andersrum machen. Das machen viele auch. Und zwar fangt ihr mit der dunkelsten Farbe an. Dann nehme ich jetzt einfach mal wieder die Farbe Mocha und trage die wie auch auf der anderen Seite auf. Und ihr seht schon, sie trägt sich allein schon nicht so nett auf, weil ich jetzt nichts zum Verblenden drauf gemacht habe. Also ich habe weder mit so einer Hautfarbe drunter gearbeitet noch sonstiges. Die klebt jetzt einfach so ein bisschen an dem Primer dran. Und deswegen muss man da einfach schon ein bisschen mehr Vorarbeit leisten, finde ich immer, wenn man es so rum macht. Aber es geht auch. So, und dann verblende ich das Ganze erstmal. Und zwar ohne, dass irgendwas an dem Pinsel dran ist. Ich will rein diese Farbe verblenden. Das kann man dann natürlich auch immer so intensiv machen, wie man möchte. Also ich würde schon immer empfehlen, nochmal ein bisschen mit der Farbe drüber zu gehen. Nur einmal auftragen und verblenden, ja, da geht diese Farbintensität meistens einfach verloren. So, jetzt gehe ich auch wieder mit dem Pinsel in die Farbe Latte, die ich ja schon vorher benutzt habe, und gehe direkt hier rein. Ihr seht, es kommt schon alles ein bisschen mehr zusammen. Hier um die Ecken herum. Dann mache ich den Pinsel wieder sauber, also an meinem Handgelenk. Also nicht wirklich sauber, aber zumindest relativ sauber. Und gehe auch wieder in diesen ganz hellen Ton, in den Peach Smoothie. So, und den bringe ich jetzt auch wieder hier rum auf. An die ganz äußersten Kanten. Und ganz zum Schluss nehme ich wieder den Schimmer und bringe den auf die Mitte auf. Und verblende das auch wieder alles miteinander. So, diese Variante geht natürlich auch. Das ist alles kein Problem. Man kann das so machen, wie man sich selbst am wohlsten fühlt. Ich zum Beispiel mag es einfach lieber, wenn ich schon mal diese Verblenderfarbe vorher schon da habe. Man kann es irgendwie doch noch mal ein bisschen schöner verblenden, als wenn man jetzt direkt mit dem Dunklen anfängt. Ich finde immer, da ist es schwieriger. Aber wie gesagt, macht es so, wie ihr das möchtet. Es sind jetzt nur diese beiden Varianten.